Herr Neuhoff, welche Bedeutung hat Egidienberg zurzeit für Bad Honnef? Ja, manche im Tal sprechen von denen da oben. Und so würde ich sagen, im Bewusstsein der Bewohner am Rhein spielt Egidienberg nicht die Rolle, die es vielleicht haben sollte oder die es ganz sicher haben sollte. Den tatsächlichen Status der Stadt kennenlernen, in der er Bürgermeister werden möchte. Damit hat Otto Neuhoff heute in Egidienberg begonnen. Persönlicher Augenschein sei ihm wichtig und das Gespräch mit den Bewohnern vor Ort. Vom Treffpunkt im Gewerbegebiet Dachsberg ging es zur Besichtigung eines geeigneten Park-and-Ride-Geländes ins Gewerbegebiet Rottbitze. Dass nicht alles auf dem Berg schön ist, erfuhr der gemeinsame Bürgermeisterkandidat von FDP und Grünen beim Besuch im Gewerbegebiet Heideweg. Dort steht seit langem ein großer Teil der Hallen leer. Eine Neuvermietung gestaltet sich schwierig, da die Immobilien nicht auf dem modernsten Stand sind. Warum es überhaupt so weit kommen konnte, erklärt Unternehmer Hans Glander. Die waren eigentlich nur an der Produktion interessiert, nicht am Standort. Die sind also mit der Produktion ausgezogen. Jetzt steht der Laden leer. Glander selbst betreibt als 85-Jähriger mit einem Teilhaber einen Betrieb für Entstaubungstechnik. Damit habe er eine Nische besetzt, die sein Unternehmen zukunftssicher mache. Zukunftsthema ist auch die Gestaltung der Kreuzung Himberger und Rottbitzer Straße. Angedacht ist ein Kreisel, um den Verkehr flüssiger zu machen und die Zufahrt zu Aldi und einem neuen Drogeriemarkt zu erleichtern. Vor dem Besuch des Buchladens von Verena Gross, dem Franziskushaus und einer Besichtigung des Egidiusplatzes kam die Delegation nicht an der Begutachtung des Geländes für die neue Sporthalle vorbei. Die Lösung, das Projekt stemmen zu können, sieht Neuhoff in innovativen Finanzierungs- und Betreibermodellen. Und welche Rolle sollte Egidienberg in der Stadt Bad Honnef spielen, Herr Neuhoff? Es ist wichtig zu verstehen, dass Egidienberg ein zentraler Bestandteil von Bad Honnef ist und die Region, die noch Wachstum hat, die Möglichkeiten hat, die eine besondere Vielfalt bietet, von Gewerbegebieten bis zu neuen Bebauungsgebieten mit erschwinglichen Preisen und einer attraktiven landschaftlichen Umgebung. Welche Erkenntnisse haben Sie nach dem heutigen Tag gewonnen? Ja, zum einen, dass hier in Egidienberg eine Menge in Bewegung ist. Das ist, denke ich, ein zentraler Punkt. Wenn wir am Anfang gesehen haben, wie das Gewerbegebiet am Dachsberg, mit welcher Dynamik da der Gouverneur am Werke ist, der Matthias Hupperich plant mit seinen Kompagnons, da merkt man, da sind viele Leute mit sehr viel Energie am Werke, die was zu Wege bringen. Und zum anderen war ich total begeistert von der Menschlichkeit und der Wärme, die im Franziskushaus uns gegenüber, aber vor allen Dingen auch gegenüber den Bewohnern gezeigt wird. Ich denke, das ist vorbildlich und da können wir in ganz Honnef drauf stolz sein.